Und wenn wir uns also diese Wildpflanzen kultivieren wollen, können wir auch ruhig eine fettere Erde nehmen, das heißt eine Biogemüseerde, die torffrei ist. Also wir schauen immer auf Torffreiheit, damit nicht noch mehr einzigartige Biotope kaputt gemacht werden, damit nicht noch mehr CO2 freigesetzt wird. Heutzutage wird der Torf im Baltikum abgebaut, da ist immer noch mal ein riesen Fahrtweg hinterher, das brauchen wir alles nicht. Es gibt Bioerde, da steht auf dem Erdsack drauf, torffrei, aber wir müssen eben gucken, weil nicht jede Bioerde auch wirklich torffrei ist. Es wird deklariert. Gemüseerde ist immer am besten. Es gibt auch genügend Blumenerde für 1 Euro oder 1,99 Euro. Diese Erde heißt Blumenerde, weil die für Blumen konzipiert ist, für Blühblumen. Diese Erde wird häufig aus so Resten von der städtischen Kompostierung gemacht. Es dürfen Schwermetall drinne sein und es sind auch Schwermetalle und andere Schadstoffe drinne. Und dann haben wir einfach auch häufig das Problem von Mikroplastik, weil die Leute einfach nicht so richtig verstehen, dass das ein schlechtes Handeln ist, wenn wir in unsere Biotonne Plastiktüten mit reinmachen. Wenn wir also nicht in der Lage sind, wenn wir unsere Bioabfälle in die Biotonne tun, dass man die Plastiktüte, die gehört einfach in die schwarze Restetonne. Es gibt natürlich heutzutage auch schon die abbaubaren Biotüten, Plastiktüten aus nachwachsenden Rohstoffen, die dürfen mit rein. Und deswegen muss man vorsichtig sein, wenn man die Menschen anquatscht an der Müllsammelstelle, weil es können auch so eine kompostierbaren Tüten sein. Aber grundsätzlich ist halt in Erden das Problem, dass sehr viel Mikroplastik drin ist, Kleinstteile, und die wollen wir eigentlich auch nicht haben. Also bitte nicht Erde kaufen, die ganz preiswert ist und wo Blume draufsteht.